Ich hätte gerne mit Herr Eberhard Gärtner gesprochen. Ja, der ist am Telefon. Guten Tag, junger Mann. Ja, guten Tag, Herr Gärtner. Ja? Sie wollen doch bestimmt fürs Gas und Strom sparen, richtig? Was möchte ich bitte? Für Gas und Strom sparen, ne? Dafür sparen? Genau. Ja, warum nicht, nicht wahr? Sein Geld hat man ja nicht genug. Oder zumindest nicht zum Wegschmeißen. Genau, das stimmt. Wächst ja nicht auf Bäumen, ne? Wie bitte? Was mit Geld den wächst Bäumen? Ja, nicht auf Bäumen, ne? Ja, leider nicht. Zumindest, ich bin zwar Botaniker gewesen, aber mir ist da kein Baum bekannt. Ja, mir leider auch nicht. Ja, vielleicht finden wir den ne? ja nochmal irgendwann. Genau, vielleicht. Ja, wer weiß. Das ist ja noch nicht alles erforscht da. Genau, das stimmt. Richtig. So, dann würde ich gerne mal wissen, ist denn die Postleitzahl 25813 richtig? Ja, Postleitzahlen ändern sich nicht so oft. Genau, das stimmt. Die ändern sich nicht. Das ist richtig. Sind Sie denn dann bei dem Grundversorger, bei der E.ON? Nee, ich bin jetzt gerade zu Hause. Ach so, ob Sie Ihr Gas von der E.ON beziehen? Ja, das tue ich. Viele Jahre schon. Oh Gott, viele Jahre? Wieso denn, oh Gott, ist das nicht gut? Nee, das ist der Grundversorger und der ist immer am teuersten. Warum das denn? Weil der Grundversorger ein bestimmtes Risiko trägt, da er jeden Menschen mit Strom und Gas versorgen muss. Das steht ja im Grundgesetz. Jeder hat ein Recht auf Strom und Gas und deswegen gibt es überall in jedem Bezirk oder bei jeder Postleitzahl gibt es einen Grundversorger. Ja. Und bei Ihnen ist das die E.ON. Und die E.ON hat ein bestimmtes Risiko, weswegen die E.ON meist immer am teuersten ist. Ach so, ja, wenn jetzt ja jeder sein Recht drauf hat, was ist denn mit den ganzen Obdachlosen? Mit den Obdachlosen? Ja, die haben ja dann eigentlich auch ein Recht auf Gas und Strom, nur wo sollen die das anschließen? Genau, das stimmt. Das ist wohl ein Fehler im System, wa? Da ist das, wenn wir gerade so drüber sprechen, da fällt mir das auf. Ja, das stimmt, natürlich. Das finde ich auch. Das steht ja sogar im Grundgesetz, ne? Und leider müssen die auf der Straße bleiben. Ja, das ohne Strom. Ist irgendwie nicht so gut, nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Das ist sehr traurig, finde ich sogar. Na, ich fürchte, das Problem werden wir wie das mit den Geldbäumen auch nicht ändern können. Ja, leider nicht. Das ist leider schrecklich. Nicht. Aber so ist das nun mal. Genau, das Leben ist nicht für jeden schön, ne? Ja, das ist glaube ich, auch noch nie gewesen. Ja. Da würde ich gern einmal wissen Sie denn, wie viel Sie monatlich an Abschlag zahlen an die E.ON? Was ist abgeschlagen worden? Wie viel Sie an die E.ON bezahlen an Abschlag monatlich? Ja, was ist das denn? Ich glaube sowas um die 45 Euro. Um die 45 Euro? Ja. Okay, dann rechne ich Ihnen mal aus, wie viel Kilowatt pro Jahr Sie verbrauchen. Das kann ich nämlich mit den 45 Euro ausrechnen, ne? Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber Husum ist die heizintensivste Stadt Deutschlands. Da ist es im Durchschnitt am kältesten, stand neulich in der Zeitung. Oh Gott. Ja, oh Gott. Das habe ich da auch gedacht. Ja, das ist nicht so schön, ne? Das ist richtig. Genau. Schaue ich mal ganz kurz nach, was Sie bei... Wie viel Sie verbrauchen jährlich, ne? Wie bitte? Da schaue ich mal kurz nach, wie viel Sie jährlich verbrauchen an Kilowatt. Das habe ich nämlich jetzt gerade ausgerechnet. Ja. Und das sind um die 6.411 Kilowatt, die Sie jährlich verbrauchen fürs Gas. Ist das gut oder schlecht? Das ist relativ natürlich. Das ist ja einfach nur der Verbrauch erstmal, ne? Wie viel Ach Sie so. Verbrauchen. Ja. Genau. Und dann rechne ich mal aus, was Sie bei uns zahlen würden, statt bei der E.ON, ne? Ach, sind Sie gar nicht von Stadtwerken? Nee, um Gottes Willen, die Stadtwerke doch nicht. Wir sind von Goldgas. Kenne ich nicht. Kennen Sie nicht. Ist gar kein Problem. Schauen Sie denn Handball? Wie bitte? Schauen Sie denn Handball? Nee, ich schaue generell nicht mehr so viel. Ich kann nicht mehr gut gucken. Ach so, okay. Bei uns würden Sie zahlen natürlich. Was? Statt den 45 Euro würden Sie bei uns monatlich 38 Euro zahlen. Und 5 Cent.
Und was hat das jetzt mit Handball zu tun? Ach so, nee, also wenn Sie Handball geschaut hätten, hätten Sie Ihnen ja sagen können, dass die deutsche Nationalmannschaft von Goldgas ist der Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft im Handball. Aber nicht, dass das bei Ihnen teurer ist, wenn Sie da solche Fußballexperimente sponsern. Nee. Weil Gott, das will ich ja, sag ich mal, als Endverbraucher ja nicht mitbezahlen müssen, dieses Gehalt, das diese Leute da kriegen. Ja, natürlich. Nee, das sind ja horrende Summen, da kann man ja als armer Rentner nur von träumen. Genau, das stimmt. Und Geld kann man ja immer brauchen, weswegen ich Ihnen natürlich einen Tarif anbiete, wo Sie nur 38 Euro monatlich zahlen, für denselben Verbrauch, den Sie bei der E.ON haben. Aber 83 wäre ja fast das Doppelte von dem, was ich jetzt bezahle, junger Mann. Aber Sie zahlen doch nur 45 Euro. Ja, Sie haben doch gerade 83 gesagt. Nee, ich habe 38 gesagt. Ach so. Ja, vielleicht habe ich mich versprochen, tut mir leid. Ja, weiß ich nicht, ich höre ja auch nicht mehr so gut. Nicht schlimm. Auf jeden Fall würden Sie bei uns 38 Euro monatlich zahlen. Wie bitte? Bei uns würden Sie monatlich 38 Euro fürs Gas bezahlen, für den gleichen Verbrauch. Und bei Gas gibt es ja natürlich keine Qualitätsunterschiede, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ist das indische Gas genauso gut wie das syrische? Ich denke mal schon, natürlich, Gas ist Gas. Ja, weiß ich ja nicht, Sie sind der Experte. Genau, und das versichere ich Ihnen auf jeden Fall. Dass Sie ein Experte sind? Dass das Gas auf jeden Fall gleich ist. Ach so. Wie das von der E.ON. Na, dann bin ich ja zufrieden. Genau. Dann haben Sie denn eine Jahresabrechnung gerade bei sich zu Hause, bestimmt, ne? Ja, zu Hause ist groß, ich wüsste jetzt nur nicht wo. Ja, das ist kein Problem. Ich werde nämlich natürlich nach Stunden bezahlt. Und da wäre es sehr nett, wenn Sie einmal die Vertragsunterlagen rausholen würden, denn ich bräuchte einmal die Zählernummer. Was? Wie meinen Sie nach Stunden? Muss ich dieses Gespräch hier bezahlen? Nee, Sie müssen nichts bezahlen. Also ich werde natürlich dafür bezahlt, dass ich mit Ihnen spreche. Deswegen können Sie sich ruhig Zeit lassen und einfach mal raussuchen. Die Jahresabrechnung, ne? Also soll ich das jetzt holen, ja? Ja, das wäre sehr nett. Ja, dann will ich heute mal nett sein. Ich habe einen guten Tag gehabt bisher. Vielen Dank, ich auch. Ja, das ist schön. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch ein sehr problematisches Klientel als am Telefon hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Können Sie das bestätigen? Auf jeden Fall. Da reagieren einige Leute ganz negativ. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Die denken immer, dass wir sie veräppeln oder so, oder wollen nicht mal, dass wir ihnen ein Angebot unterbreiten, obwohl sie bei uns natürlich sehr viel sparen könnten, ne? Und die sind dann, sag mal, unfreundlich oder legen die einfach auf? Beides natürlich, haben wir beides. Was ist denn so das Schlimmste, was Sie erlebt haben? Oh Gott, da hat ein Typ direkt aufgenommen und angefangen zu beleidigen. Und zwar ganz schön heftig. Also unschönes Vokabular. Genau, sehr unschönes. Das ist ja nicht freundlich. Auf jeden Fall. Man kann ja einfach sagen, dass man was nicht haben möchte. Genau, das geht ja auch alles freundlich, ne? Ja, das ist ja so. Man kann sagen, die Erde ist rund, oder man kann sagen, die Erde ist rund, du Arschloch. Aber es ist ja dann halt nicht so freundlich. Genau. Das Arschloch war jetzt natürlich nicht an Sie gerichtet. Ja, nicht, natürlich. Dass wir uns da falsch verstehen. Ich. Und ja, wie lange machen Sie das schon? Ich bin relativ neu in der Abteilung hier. In der Abteilung gibt's da mehrere? Ja, genau. Da haben wir noch einmal, wo wir Anrufe bekommen und dann nochmal eine, wo wir anrufen. Also beides mit Telefon, oder? Genau, beides mit Telefon. Aber jetzt ein anderes Telefon. Das klingelt nicht, sondern Sie klingeln. Genau. Das ist ja alles so grandios. Wenn ich überlege, wie wir damals noch, sag ich mal, da die Funkgeräte hatten und heute ist das alles da vollautomatisch. Oh ja, genau. Das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte Unterschied, aber es ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend im Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie lange müssen Sie heute? Bis um 8 Uhr. So lange? Genau. Ist das denn mit dem Jugendschutzgesetz vereinbar? Natürlich, ich bin ja schon 20 Jahre alt. Ach so, Sie hören sich an wie 14. Oh Gott, wirklich? Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind neu. Da hätte ja sein können, dass Sie da die Ausbildung absolvieren. Ach so, nee, um Gottes Willen. Ja, weil sonst hätte ich das natürlich nicht gut heißen können. Ja. Und ist das, was ist denn anstrengender, das Annehmen oder selber anrufen? Ich finde, das Anrufen. Ja?
Ja. Schrecklich mit diesen Leuten immer. Genau, stimmt. Haben Sie denn schon eine Jahresabrechnung rausgeholt? Habe ich was, bitte? Eine Jahresabrechnung. Verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Achso, Sie kriegen doch jährlich von der E.ON eine Jahresabrechnung, ne? Wo steht, wie viel Sie verbraucht haben, was Sie gezahlt haben, ob Sie nachzahlen müssen. Sie meinen das, wo die immer sagen, ja, wir möchten dann gerne noch mal ein bisschen mehr Geld haben, weil Sie so viel geheizt haben. Ja, ja, genau. Das wollen die öfter mal. Ich habe ein-, zweimal was wiedergekriegt. Das lag aber wahrscheinlich nur dran, dass ich im Krankenhaus war und ich heizen musste. Genau, nicht das war natürlich auch sein. Ja. Hallo? Ja? Ja. Wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Wollen Sie mir das zuschicken, dass ich mir das angucken kann? Ja, natürlich, genau das möchte ich ja machen, aber dafür brauche ich ja einmal, dass Sie die Jahresabrechnung rausholen, weil da steht ja die Zählernummer und die Kundennummer und die brauche ich natürlich. Die was bitte? Die Kontonummer? Die Kundennummer und die Zählernummer. Ja, was ist damit? Die brauche ich einmal und die ist auf der Jahresabrechnung. Ja, wozu brauchen Sie das denn, wenn Sie mir, sag ich mal, so ein Angebot machen? Damit ich Ihnen das zuschicken kann. Das Angebot? Genau. Ach so, ja. Da muss ich da mal überlegen, wo ich denn am besten gucken kann. Kein Problem, lassen Sie sich Zeit. Weil es ist ja, sagen wir, im Prinzip verschiedene Lagerorte hier innerhalb. Wo hat man sowas denn im Normalfall liegen? Dann kann ich mich da, sag ich ja, so nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip richten. Ich würde mal sagen, normalerweise hat man dann so einen Ordner, ne? Ja, ich habe diverse Ordner. Das ist ja das Problem im Prinzip. Ist das eher bei Abrechnungen, eher bei Vertragsunterlagen, eher bei Klageschriften? Ne, bei Klageschriften hoffentlich ja nicht, aber ich kann ja, da ja mal reingucken. Also bisher habe ich noch keinen verklagen müssen von da. Die haben das ja immer geliefert. Das hätte das denen ist ja schon auch, mal gut, ne? Hätten die auch nicht überlebt, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja. Ich lasse mich ja im Prinzip nicht verarschen. Ja, natürlich. Ja, das könnte klappen. Nee, das ist Krankenkasse. Da wollen Sie ja nichts mit zu tun haben. Genau, da wollen Da rief vorhin einer an, da sollte ich die Krankenkasse wechseln. Der konnte nicht mal seinen Namen richtig aussprechen. Haben Sie gerade irgendwas gedrückt? Ich? Nee. Weil da war gerade so ein Piepen in der Leitung. Das habe ich leider nicht gehört. Nicht, dass das irgendwie heißt, dass unsere Zeit jetzt vorbei ist, oder? Nee, oh dass Gott, Sie zur Pause müssen, weil möchte ich Sie ja im Prinzip nicht aufhalten. Nee, auf gar keinen Fall. Dann ist das ja gut. Halt mich nicht auf. Ja, ich bin gut in Aufhalten. Sagt man mir, ich schaffe das irgendwie immer im Weg zu stehen. Oder das zu sitzen. Aber es gibt halt auch Stellen, die sind sehr gemütlich, nur andere Leute finden das halt auch und dann kommt das dazu von Gewissenskonflikten. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Also Sie wollten die Kontonummer, richtig? Also haben Sie denn die Vertragsunterlagen draußen? Ja, ich weiß nicht, wie sich das bezeichnet. Da steht Postbank drauf. Postbank? Ja, Sie wollten doch die Kontonummer haben. Nee, die Kundennummer. Die was bitte? Die Vertragskundennummer, also die Kundennummer. Das von Personalausweis jetzt, oder was meinen Sie? Nee, die von der, Sie haben doch bestimmt, die kriegen doch immer eine Jahresabrechnung, ne? Wo steht immer, dass Sie nachzahlen müssen oder halt Geld zurückbekommen, ne? Ja, das ist ja dann die Kontonummer, genau. Aber die wollen Sie ja nicht haben. Ach so, die Kontonummer vom Vertrag, ne? Ja, weil ich muss das dann ja überweisen. Oder die buchen das ab, je nachdem. Dass Sie das nochmal nachgucken. Sie meinen jetzt also die Kontonummer von Ihrer Postbank, richtig? Nee, ich muss das ja überweisen. Das geht ja dann zu den Stadtwerken hin, das Geld. Das kriege ich ja, genau. Das kriegen die Kontonummer. Ja. Von Stadtwerken jetzt die Kontonummer. Die muss ich raussuchen. Achso, nee, ich brauche die von der vom Gas, die Sie jetzt gerade meinen auch, natürlich. Ich bin ein bisschen durcheinander, muss ich zugeben. Ich überblicke da die Situation gerade nicht mehr. Was soll ich jetzt machen? Die Kundennummer, die Vertragsnummer.
Ja, da hatte ich Ihnen schon mehrfach angeboten. Die möchten ja, Sie ja, genau, ja nicht die haben. Ja, genau, die meine ich. Das tut mir leid. Die brauche ich immer. Ja, also das geht quasi los mit DE. Ach so, das ist ja die IBAN. Ja, genau. Ach so, nee, die brauche ich nicht. Die ja, aber das haben Sie später. Doch gerade schon die mehrfach erwähnt gehabt, im Prinzip. Die brauche ich gleich erst, natürlich, ne? Obwohl, die können Sie mir dann jetzt schon mal geben. Das ist auch kein Problem. Jetzt habe ich das schon wieder weggeräumt. Jetzt habe ich ja weitergeblättert. Oh Gott, oh Gott. Sagen Sie, kann das sein, dass von Ihnen schon mal ein Kollege bei mir angerufen hat? Schaue ich mal nach. Da wurde schon mal heute Morgen angerufen, aber da wurde nicht angenommen. Ich meine, die Tage wäre das schon mal, hatte ich mit so einem jungen Mann gesprochen. Nee, die Tage wurde hier nicht angegeben, hier steht alles. Weil da rief irgendeiner an, der war auch ganz fasziniert von seinem Angebot, das der mir machen wollte. Und dann musste der plötzlich zu so einer Mitgliederversammlung und er hat nicht mehr zurückgerufen. Ich dachte jetzt, das wären Sie vielleicht gewesen. Nee, das war ich nicht. Das hätte ja sein können, weil der junge Mann, der war sehr sympathisch und er ist einfach nicht wiedergekommen. No, das ist traurig, ne? Ja, also nicht, dass denen halt was passiert ist, ne? Man weiß das ja nicht. Ja, das stimmt. So, und was wollten wir jetzt machen? Einmal, die IBAN-Nummer haben Sie ja schon mal, ne? Dann können Sie mir die einfach schon mal geben. Die haben Sie ja gerade parat. Sie meinen das von Stadtwerken? Genau, das, was mit der DE anfängt. Nee, die Stadtwerke, die fangen ja mit HU an. Das ist ja Husum, nicht Dänemark. Ach so. Haben Sie denn eine Jahresabrechnung auch dabei gerade? Wovon denn? Von Ihrem Gasverbrauch, von E.ON. Das muss eine E.ON sein? Ja, das hatten E.ON. Sie, den Verbrauch hatten Sie vorhin ausgerechnet. Da kann ich mich noch vage dran erinnern. Genau. Ja. Können Sie das vielleicht dann nochmal wiederholen, damit ich Ihnen das sagen kann? Genau, der Verbrauch, den ich ausgerechnet habe, war 6.411 Kilowatt pro Jahr. Ja, können Sie das dann da eintragen? Ja, natürlich, das kann ich machen. Aber ich bräuchte dann nochmal einmal die Kundennummer. Die steht zwar auf der Abrechnung von der E.ON drauf, die Sie bekommen. Also das ist ja die Schulstraße 42 bei mir. Genau, das ja. Da steht einmal die Vertragskundennummer, steht auf der ersten Seite. Von Mietvertrag, meinen Sie? Von der E.ON, bei der Rechnung, von der E.ON. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Hallo? Ja? Hallo? Haben Sie denn eine Rechnung da? Von der E.ON? Weiß ich nicht. Ich habe hier noch nichts gefunden. Achso, dann suchen Sie einfach ruhig weiter. Und wenn Sie dann eine haben, sagen Sie mir Bescheid. Ja, soll ich dann zurückrufen? Nee, ich bleib schon dran. Sie können mich Zeit lassen. Ach so. Ja, das kostet ja alles Geld, deswegen. Nicht schlimm. Oh, das ist ja stressig. Das hört sich nach einer großen Feierlichkeit an. Halte ich Sie vom Trinken ab? Nee, um Gottes Willen. Auf der Arbeit wird ja nicht getrunken. Es hört sich an wie so im Fernsehen, wenn da zum Presseball geladen wird. Das ist eine Feierlichkeit. Hier sind alle telefonieren. Ach so. Ich dachte, Sie sind da alleine. Nee. Weil das ist erst jetzt seit so einer Minute, dass man das so hören kann. Ach so. Ich wollte ja nur mal fragen. Nicht, dass Sie da den abendlichen Tanz verpassen. Nee, um Gottes Willen. Es wäre ja leicht dramatisch im Prinzip. Das stimmt. Also, so viel Papiere habe ich hier ja gar. Das meiste haben die ja damals weggetan, als die mich mitgenommen haben. Soll ich mal nachfragen? Nee, Sie müssen ja bestimmt wahrscheinlich selber... schauen Sie mal auf Abrechnung. Sie haben doch bestimmt einen Ordner von Abrechnung, richtig? Weil ich habe so... Das ist ja eine wichtige Unterlage. Das braucht man ja öfter, oder? Genau, das stimmt. Weil ich habe ja damals, als Sie mich mitgenommen haben, sag ich mal so, die ganzen Dokumente und die ganzen medizinischen Sachen, die sind ja beim Pflegepersonal. Vielleicht haben die das ja auch genommen. Soll ich da mal nachfragen bei der Heimleitung? Ich denke mal nicht, denn Sie haben ja, Sie werden ja wahrscheinlich nicht, es gehört ja nicht zu den medizinischen Unterlagen. Und die Jahresabrechnung kriegen Sie auch jedes Jahr. Und ich frage mal kurz, ob das auch bei der Monatsabrechnung steht. Ja, weil meistens ist das ja so, die Post, die geht ja hier bei der Poststelle ein und dann verteilen die das nach der Drogenkontrolle.
Genau. Haben Sie denn auch eine Monatsabrechnung bei sich? Sie haben doch bestimmt, Sie kennen doch bestimmt, einen Kontoauszug vom letzten Monat. Nee, ich darf ja nicht so oft raus. Ich bin da länger nicht gewesen. Naja, das ist kein Problem. Einfach von der allerletzten, wo Sie mal da waren. Da steht ja auch bestimmt, wie viel Sie eine Gasabrechnung, ne? Naja, das haben die ja auch behalten. Das ist ja wegen, wie nennt sich das denn, wegen der Vormundschaft im Prinzip. Da haben die das ja behalten. Ach so, aber doch nicht alle bestimmt, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt hier keine gefunden. Ich habe nur eine Rechnung über Blumenerde, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Aber das bringt Ihnen ja wohl nichts, oder? Genau, das stimmt. Soll ich mal einen Pfleger fragen? Ja, bitte, das wäre sehr nett, wenn da gerade einer da ist. Ja. Dorian. Hallo. Ja, können Sie mir kurz helfen? Deswegen. Was haben Sie denn? Herr Gärtner? Wegen den Strom. Geht es sich um den Strom? Geht der Strom wieder nicht bei Ihnen? Ja, doch, der geht, aber der ist ja im Prinzip sehr teuer, sagt der junge Mann. Und da wollte ich ja im Prinzip, sag ich, einen Anbieterwechsel durchführen. Was meinen Sie denn, Herr Gärtner? Ja, die E.ON ist ja sehr teuer, deswegen, sagt der junge Mann. Kann ich den jungen Mann mal sprechen? Ja, sicher doch. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ach, Sie sind die Betreuerin? Ich bin der Betreuer, bitte. Ach, der Betreuer, genau. Ja, Sie wissen schon, dass Sie im Altenheim anrufen, oder? Ach so, das wurde mir nicht gesagt. Ja, dann muss da ein Missverständnis vorliegen. Also wir haben hier Stromanschluss und ich bin auch nicht berechtigt, den zu wechseln. Ach so, ja, natürlich. Das wusste ich ja leider nicht. Nur, da hat er was gemacht mit Ihnen, dass der keinen Vertrag bekommt oder sowas. Nee, das war was ganz anderes. Wir dachten natürlich, der hat ja nicht gesagt. Ich dachte, der wohnt jetzt bei sich natürlich und da wollten wir mal einen Tarifvergleich durchführen. Ach so, ja, da kann er Ihnen leider, gut, er könnte Ihnen weiterhelfen, aber er ist gar nicht in der Lage, irgendwelche Verträge abzuschließen. Das darf er gar nicht mehr. Ach so, ja, natürlich, dann können wir das natürlich nicht machen, ne? Oh, jetzt ist man 5 Minuten mal nicht da zum Kaffee trinken, da geht er zufällig selber ans Telefon. Das ist leider ein unglücklicher Zufall, das tut mir jetzt auch leid für Sie. Das ist nicht schlimm, kann man natürlich nicht machen, ne? Ja, soll ich ihn nochmal geben, dass er das versteht? Nee, am besten Sie erklären ihm das. Meinen Sie, der versteht das? Einfacher. Ich habe ja jetzt keine Ahnung, was Sie besprochen haben. Sagen Sie ihm einfach, dass er natürlich nicht fürs Altenheim natürlich jetzt das alles wechseln darf, ne? Ja, das ist ja klar, das darf er auch nicht. Genau, das stimmt ja. Ich krieg das schon hin. Ich dachte nur, okay. Wenn das jetzt irgendwie ein bisschen was Intimeres gewesen wäre, hätten Sie das selbst besprechen können. Nee, das war nichts Intimes. Alles klar, dann werde ich ihm das so ausrichten. Jo, super. Vielen Dank. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Danke, auf Wiederhören. Tschüss. Herr Gärtner, da gibt es ein kleines Problem. Sie können da keinen Vertrag machen.